Willkommen zurück. Wir wollten noch ein paar Bilder malen. Was haben wir denn da noch? Du, ich habe mich vor kurzem an eine Szene erinnert. Hör zu, Queenie. Fitz Randolphs Villa. Die Verleihung des Horrorfilmpreises. In einem Falcon Spirit sitzen sich gegenüber der dreiste Mannschaft. Ja, sag mal, warum hast du nur ihn gemalt? Tut mir leid, Lizzie. Bei Murray bleibt einem einfach die Spucke weg, Baby. Ich überlege gerade, okay? Okay, überlege, was haben wir ihr denn noch nicht gegeben? Du, ich habe mich vor kurzem an eine Szene erinnert. Hör zu, Queenie. Ich bin auf einem Motorrad aus einem Zeppelin geflohen und ich habe es auch... Nanu? Ich dachte immer, dass mir Helme besser stehen würden. Du bist völlig hip, Lizzie. Mach dir bloß keine Gedanken. Ich überlege gerade, okay? Noch eine Runde? Das... wir müssen noch tanzen. Eins, zwei, drei, vier. Eins fehlt noch. Okay, ich werde es nochmal versuchen. Diese Blumen werden Tango spielen lernen. Sonst werde ich schneiden. Aber schauen wir mal. Geige brauchen wir. Das schon mal nicht. Bass immer gut. Piano auch gut. Schlagzeug. Achte auf den Rhythmus. Jetzt fängt die Rotze natürlich wieder von vorne an, ne? Nicht. Ja. Ja. Nein. Ja. Ach Mann, das war doch das... Achte auf den Rhythmus. Ja, ich kann Dreivierteltakt nicht. Also das. 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 Und das. Okay. Eins. Achte auf den Rhythmus. Die Instrumente müssen zur richtigen Zeit spielen. Und nicht, wenn sie Lust darauf haben. Regeln sind Regeln. Ach, jetzt auch noch eine Reihenfolge oder was? Thank you.
Achte auf den Rhythmus. Ja, da stimmt wirklich was nicht. Das ist richtig. Nein. Nanu? Doch. Das klingt ja wie ein Tango. Du hast es geschafft. Tanzen wir, Eliza. 20, 12, 20, 12 und 1 und 4 und... Liz nahm all ihren Mut zusammen und überwand ihre größten Hemmungen. Sie tanzte vor einer gewaltigen Gästeschar und bekam als Gegenleistung etwas. Ein halber Knopf? Nach allem, was ich geleistet habe? Na danke. Du bist ein ausgezeichneter Tango-Tänzer, Armando. Naja, und du bist erstaunlich, bemerkenswert, auf verwirrende Weise erstaunlich. Mein Dreivierteltakt war das jetzt auch nicht. Irgendwie. Okay, vielleicht hat mich das ein bisschen verwundert. Das wäre mir zu kalt. Uns fehlt noch was. Müssen wir die alle durchsuchen? Ich will sie nicht öffnen. Nicht. Ich würde mich stechen. Obwohl die Plakette dort... Ah, ich habe mich gerade an etwas erinnert. Fitz Randolph hat gelogen. Die Neuausrichtung von MKO verbirgt etwas Größeres. Genau. Die Rede, die ich da drüben lese, ist in Wirklichkeit eine Botschaft, mit der er landesweit seine Kandidatur zum Kongressabgeordneten verkünden will. Alle seine politischen Gegner kriegen einen Chip verpasst, der sie umkrempelt. Und er zwingt die Monster dazu, in Familienfilmen zu spielen, damit sie statt Angst Vertrauen beim Publikum erwecken, damit er die Wahl gewinnt. Ja, das kann sein. Können wir noch nichts machen, bestimmt. Ach, da kommen wir ja her. Entschuldigung. Mir fehlt der Mut. Und wenn jemand den Baum anzündet?
der ist mir zu schwer. Wofür ist der denn gut? Keine Ahnung. Ich gebe mal der Dingens die Plakette da. War die denn nochmal? Ah ja. Hallo, ich habe was für dich. Du, ich habe mich vor kurzem an eine Szene erinnert. Hör zu, Queenie. Fitz Randolph strebt in die Politik. Kannst du dir das vorstellen? Meinst du wirklich, dass er sowas anziehen würde? Aber Lizzie, das ist künstlerische Freiheit. Dank Liz hatte Queenie 5 schöne Bilder gemalt, aber... Wo liegt das Problem? Ich habe kein Feuerrot mehr. Ich signiere alle Bilder mit Feuerrot. Kein Witz. Ohne Unterschrift ist es, als ob sie nicht meine Bilder wären. In Ordnung. Ich hol dir welche. Jetzt? Am Samstagabend? Oh, es ist Samstagabend? Schwesterlein, in Paris ist es immer Samstagabend. Feuerlöscher. Feuerrot, Feuerlöscher. Wo war der? Ich hab's schon wieder verpeilt. Ja, das werde ich mir nie merken können. Okay, können wir den jetzt nehmen? Der ist mir zu schwer. Das Ding macht eine Menge Schaum. Ich weiß es, weil Anne-Marie und ich einmal zu Weihnachten damit gespielt haben. Sie war der Weihnachtsmann und ich der Barbier. Ja, das kann man auch mal machen. Ja, der hat ja seine... Den gießt man nicht mit Kürbispunsch. Erst recht nicht, wenn er Frostschutzmittel enthält. Ach was. Ein sehr seltener Rotton. Ja gut, man darf ja nicht vergessen, sie träumt ja, ne? Da kann sowas ja mal passieren. Jetzt. Ach, da komme ich doch her, Mann. Hier, Schwesterchen, deine rote Farbe. Hör zu, Queenie. Wenn ich dir sage, dass ich Feuerrot habe... Ich liebe dich. Ich nehme dich mit zu einer Sause. Ich signiere die Bilder und dann malen wir die ganze Nacht rot an. In Ordnung. Nein. Ja, das ist es nicht. Es ist viel einfacher. Gefällt's dir? Sehr gut. Überzeugt mich. Jealousy, sag Bescheid, wenn du noch was brauchst, okay? Mach ich. Vielen Dank. Na gut, weiter geht's. Hast du deinen Kopf gern auf den Schultern? Ist mir gleichgültig. War das deine Schwester? Ist dir gleichgültig? Ja, das war meine Schwester. Danke. Hm? Es ist lange her, dass ich so ein Vollweib gesehen habe. Na denn, gern geschehen. Nix gern geschehen. 13 rechts, 8 links, 7 rechts. Und jetzt sind wir quitt. Zieleine. Endlich hatte Liz etwas für Spencer McDundee getan. Formvollendet revanchierte er sich. Ich sollte mich freuen, dass mein Mut wieder da ist, aber was hat Queenie, das ich nicht habe? Sie kann malen. Den hat Fitz Randolph mir gestohlen, der Dreckskerl.
Das finde ich jetzt einfach offensichtlich. Liz brachte genug Mut auf und konnte sich deshalb... endlich ihrer größten Angst stellen. Und sie kam unbeschadet davon. Mehr noch, im Krokodilschlund fand sie einen halben Knopf. Hatte ich nicht noch einen halben Knopf? Was denn? Tja. Erstmal beschimpfen. Dreistester Blödian aller Blödiane. Denn nicht blöd, denn stark. Warum redest du so? Hat die Katze dir die Verben weggefressen? Denn stark, nicht schlau. Schwer mit Worten. Aber denn kennt Herzenswunsch. Ah, okay. Ich sollte meinen Herzenswunsch hier finden. Denn stark, denn Herzenswunsch. Am Ende fand Liz ihren Herzenswunsch. Personifiziert in dem Menschen, von dem sie es am wenigsten erwartet hätte. Nein, nein, nein. Kein Herzenswunsch. Überhaupt nicht. Denn stark. Das kann nicht wahr sein. Liz Dens Gefährtin. Das muss ein Albtraum sein. Liz stark. Kämpft. Streitet. Dieser Kampf, Liz. Manny Brown. Rico Sandretti. Mary! Wo sind denn nur unsere Eintrittskarten? Mary, komm doch mal her! Eintrittskarten. Überanstreng, Liz, nicht. Ihr Zustand ist stabil und ihr Leben nicht mehr in Gefahr. Aber wer weiß, wann sie aufwachen wird? Das ist nicht mein Problem. In Hinblick auf das andere Problem, also wie wir uns von Fitz Randolph befreien können, alles gelöst. Definier alles. Zum einen werde ich einen Chipzieher bauen, damit wir Fitz Randolphs Opfer allesamt sicher befreien können. Das bedeutet natürlich, dass du mir die eine oder andere Komponente besorgen musst, erklärte Fly. Letzten Endes bist du immer noch mein Freiwilliger. Zum anderen wirst du sicherstellen, dass Fitz Randolph von hier fernbleibt, fuhr er fort. Er darf nicht erfahren, dass wir uns befreit haben. Faszinierend. Und das mit der Flucht? Das ist das Allerbeste. Am Ende des Ganges befinden sich Big Albert, der immaterielle Mann und der Poet des Schmerzes. Drei der brillantesten und einfallsreichsten Köpfe unserer einfallsreichen und brillanten Zeit. Just in diesem Moment entwickeln sie einen meisterhaften Plan, der Fitz Randolphs gesamte Verschwörung zunichte machen wird. Und du willst, dass ich ihnen dabei helfe, oder? Murray, du bist ein Mann der Tat. Das Denken kannst du getrost uns Profis überlassen. Ach ja, weißt du, was für eine Tat ich gerade vollbringen möchte? Dir die Visage umgestalten. Was für ein Typ. Okay, weiter in der nächsten Folge, würde ich dann mal sagen, ne? Tschüss.